Diese verdammten Bestien werden immer mehr. Padawane werden sterben, wenn das so weitergeht. Oh, endlich habt ihr es geschafft, Jedi. Die Horans sind in letzter Zeit überall. Riesige, gefährliche Monster mit messerscharfen Zähnen. Sie vermehren sich wie verrückt und werden immer frecher. Irgendwas ist mit dem Wasser, seit die Fleischräuber da sind. Ich könnte Hilfe brauchen, um das unter Kontrolle zu bringen. Wer seid ihr überhaupt? Das ist nicht das erste Mal, dass mir Unhöflichkeit vorgeworfen wird. Verzeiht, ich bin Zetni Maruk. Ich wurde selbst hier ausgebildet. Die Meister beschlossen, dass meine Talente am besten zum Schutz der Ruinen eingesetzt würden. Ich bin stolz, dienen zu dürfen. Wollte ein Jedi werden. Aber das ist das nächstbeste. Bis jetzt zumindest. Das ist keine Schande für euch. Nicht jeder ist für dieses Leben geschaffen. Das sage ich mir auch jeden Tag. Die Vermehrung der Bestien kann gebremst werden, wenn man eine Matriarchin und einen Patriarchen der Horans ausschaltet. Aber die sind schwer aufzuspüren und noch schwieriger umzubringen. Die Matriarchinnen und Patriarchen halten sich gerne an verschiedenen Lichtungen auf. Ihr müsstet sie einzeln jagen, falls ihr helfen wollt. Natürlich werde ich es tun. Freut mich, das zu hören. Wenn ihr Eier findet, die die Bestien gelegt haben, wäre es übrigens auch gut, wenn ihr sie entfernt. Nur wenn ihr wollt, natürlich. Alles Gute. Ich werde hier sein und mich um das Lager kümmern.
Die Matriarchinnen und Patriarchen der Horrans haben ein charakteristisches Heulen, wenn sie sich paaren und wenn sie sterben. Ich habe das Echo in den Ruinen gehört. Ich sehe jetzt schon weniger von den Biestern durch das Gebiet streifen. Ich danke euch. Sie hatten überall Nester. Betonung auf hatten. Wegen solcher Jedi wie euch bin ich stolz, der Republik dienen zu dürfen. Gehabt euch wohl.